Bewertung vor mir. Das sieht voll cool aus. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Jennifer. Ich bin voll müde. Ja? Jumi, war du ja, liebe Freundin, herzlich willkommen zum heutigen Video, bevor ich das wieder vergesse. Und mein Schlauchschal sitzt so eng, dass ich gar nicht reden kann vernünftig. Das ist mega. Was? Voll der Kiefermuskeltraining. Naja, wir sind auf jeden Fall heute ein bisschen spazieren, wandern, irgendwas dazwischen. Mit dem Knödel, ja. Mit der Jury und mit dem Hendrik. Ja, das bin ich. Ja, und los geht's, würde ich sagen. Jo! Hendrik, ist doch der langweilige Weg, den kennen doch schon alle. So, der Hund sitzt, das Pferd sitzt fast und sitzt Jenny sitzt auch und der Kaffee wird zubereitet. Der erste, nee, der einzige, warte mal. Nee, der einzige, das ist nur ein Kaffee. Wir haben einen, aber wir haben heute zwei dabei. Ja, dann können wir noch einen dabei. Könnten zwei trinken. Vor allen Dingen ist es so crazy, man unterschätzt so sehr, wie anstrengend einfach zu laufen ist. Oder? Ja, voll. Weil ich hätte es gedacht, dass wir bis hierhin zum ersten Stopp schon mehr filmen würden. Aber ey, man ist so mit Laufen beschäftigt. Gerade mit dieser kleinen Teenager. Ja. Der noch nicht ganz zu Ende gefrühstückt hatte. Demnach versucht er sich sein Frühstück im Wald zu organisieren. Aber nein. Grundregel Nummer 1. Was ist die Grundregel? Regel 1, jeder seins. Auch das. Innerer Zügel, äußerer Schenkel. Auch das. Nee, andersrum. Okay. Wir essen nicht im Wald. Ach so. Weil ich habe keine Ahnung, was giftig ist und was nicht. Und deswegen darf mein Pferd einfach nicht im Wald essen. Großartig. Ja. Und er kriegt wieder nicht alle Aufmerksamkeit und schon ist er kacke. Du bist schlimm. Du bist so schlimm. Ihr seid beide schlimm. Ich sicher mal den Kaffee vom Umfallen. Denken wir uns kurz auf, weil gerade Pferde vorbeigegangen sind. Ey, komm, die sind vorbeigaloppiert. Ja, sie sind weggaloppiert. Auch wenn du galoppiert und weggaloppiert. Dafür ist der Kuckmann noch da. Aber er möchte schon mit. Er möchte schon mit. Aber ich kann entspannt hier stehen. Und er reißt ja nicht am Strick rum oder so. Ja, nee, stimmt. Komm, das ist schon geil. Na, bist du ein Fluchttier? Ja, eher so ein Trötentier, ne? Sonne! Sonne! Da habe ich mich fast verschluckt, weil ich mich so gefreut habe. Ja. So, Jenny, genug pausiert. Weiter genug geht's. Pausiert. Weiter geht's mit der Action. Also erstmal alles sortieren hier. So. Ja. Wir haben es dann auch schon. Ja, mein Bart ist noch nicht so ganz hier drin. Oh. In diesem Ding. Okay. Ja, meine auch nicht. Deine auch nicht, ne? Ja, nee, erst ist auch furchtbar. Hm. Ich fühle den Struggle. Und weiter geht's. Los geht's. Woo. Sie kann es nicht lassen, selbst hier im Wald. Wird mit dem Handy rumgehampelt. Hä, was? Ja. Der war witzig. Dich meine ich, genau dich. Witzig. Ja. Ja. Ganz ehrlich, ich hätte gedacht, dass wir mit Pferd langsamer unterwegs sind. Aber wenn du den machen lässt.
wenn ich den machen lasse, ist der schon. Dann rennt er ja wie so ein Wahnsinniger. Oh. Oh. Ja, ciao. Auch dann. Ist so was. Wenn du und ich schon nicht mehr kann, ist nicht gut. Hä, du kannst du nicht mehr oder was? Ist schon anstrengend. Hä? Ich habe eine Grundkondition, die ist nicht existent. Aber du reitest doch, du machst doch Sport. Ja, aber da brauche ich andere. Reiten sei Sport, sagst du immer. Da habe ich eine bessere Ausdauer. Ja, das ist klar. Auch, ne? Beim Laufen? Nee. Hä? Bin ich nicht so mal. Dann sehen wir uns das nächste Mal. Ein Wasserknödel, der schon wieder ist. Hätten wir doch vorhin schon gewöhnt. Oh. Das ist ein Chatty. Das ist einfach ein Chatty. Oh, ich liebe diesen Bach. Ich finde ihn so toll. Vor allen Dingen, es ist so nass. Der ist so hoch. Wie cool ist das? Wir sind von da gekommen. Ja. Und dann haben wir uns den Strick zugeworfen. Einer ist da drüber, dann den Strick rüber. Und dann ist der andere darüber gegangen. Wobei, und jetzt sind wir hier. Nein, wir haben so einen sicher gemacht. Ich habe den Strick noch gehabt. Henrik hat mit so einem langen Ast den Anfang vom Strick angenommen. Ja. Weil ich noch sichern konnte. Und dann, ja. Ja. Aber okay. Sie ist wenigstens im Wasser. Wenigstens eine Endchen war. Ja, sehr schön. Und weiter geht's. Weiter geht's. Oh. Und weil wir so richtige Influencer sind, filmen wir einfach. Die eine filmt, wie der andere ein YouTube-Video macht und er filmt, wie sie einen TikTok macht. Genau so muss es sein. Jetzt gibt es nämlich erstmal Essen. Hier, kein Fokus, Löffel, jawohl. So. Der muss sich jetzt erstmal wieder in Geduld üben. Das kann er. Das kann er nicht so. Das kann er. Also Guck. Offroad-Laufen. Guck. Offroad-Laufen macht er mit Moin und ciao. Was ist das jetzt? Ich habe keine zweite Hand. So, Offroad-Laufen macht er so fast die Hand. Aber warten. Oh. Ja, im Sommer ist doch ein bisschen pflegeleichter mit ihm. Was eigentlich schon wieder mit dieser Dino-Mähne? Das war ja mal Dino. Ja, muss ich irgendwie schon wieder nachmachen. Jetzt ist schon wieder nur noch Mähne. Jetzt sieht es nur komisch aus. Ja, warte kurz, wir machen das als... Schmeckt auch gut. Machen wir mal, wir machen das als Thumbnail. Ja, guck jetzt hier hin. Nee, man muss mehr Zähne sehen. Und? Ja, alles klar, danke, ciao. Dann essen wir erstmal und bis gleich. Ich habe meinen Ärmel befreit. Bis gleich. Bis gleich. So, Freunde, nach dem Essen geht's jetzt weiter. So unfair, Hendrik merkt einfach nichts, dass er gegessen hat. Nö. Mir ist lecker warm. Ich bin anstrengender nach dem Essen. Mir ist lecker warm, aber das war's dann auch schon. Ja. Naja, wir probieren jetzt nochmal den Bay einfach ein bisschen länger zu lassen. Bei ihm ist halt einfach das Ding, dass der so fressgierig ist. Ja. Dass das halt so ein bisschen schwierig funktioniert. Das wäre natürlich deutlich entspannter, wenn man ihn halt einfach ganz lang lassen könnte. Und er einfach so selber sein Ding macht, aber man ihn natürlich trotzdem sichert. Ja. Im Sommer geht das. Zumindest da, wo nichts Essbares ist. Wobei wir sind jetzt auch so lange unterwegs, dass er auch relativ gut runterfährt. Stehen ist halt nicht so. Pause, ich finde da blöd. Aber gut, solange es so rum ist und nicht andersrum, geht das ja auch. Jo, wunderbar. Wäre schlimmer, wenn er nur in den Pausen rumstehen will und das Laufen doof findet. Dann bräuchten wir ja einen mit dem. Genau. Ja. Tja, okay. Dann bis gleich wieder. Bis gleich. So, 2,5 Stunden unterwegs. Crazy, ey, wie schnell die Zeit auch rumgeht. Ist so, ne? Also ich hätte jetzt bei einer Dreiviertelstunde auch gesagt, ja, könnte. Ja, könnte. Also demnach... Geil. Ja. Müssen wir eigentlich öfter machen. Ist so. Bis dann gleich. Jedes Mal, wenn wir das Ach so, machen. Ja. Was? Dann jedes Mal, wenn wir das machen. Ja, das ist halt so. Das stimmt. Ja, ja. So. Und hier wird einfach das nächste TikTok gedreht. Ja. Unverbesserlich, würde ich sagen. Einfach unverbesserlich. So. So. Intro Nummer 2. Das ist zwar ein bisschen verwindet. Aber das Wiehern vom Bay schneiden wir trotzdem rein, ne? Ja, von mir aus. Und jetzt. Ah, ja. War das nicht süß? Das war süß. Ja. So, wir haben es jetzt geschafft. Wir sind quasi wieder am Start angekommen, sind
Drei Stunden. Ziemlich genau 3 Stunden unterwegs gewesen. Jetzt beißt dann jeder da rein. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like, ein Abo und eine aktivierte Glocke da. Dankeschön. Du hast mich rausgebracht. Was ist mit jedem Tag, an dem du noch Pferd und riechst? Und denkst du jeder Tag, an dem du noch Pferd riechst, ist dein Kuscheltag. Ciao. Ja, dann will ich kuscheln. Nee, er will nach Hause. Ich auch, ciao. Nach Hause. Und wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann klickt doch einfach hier. Oder auch hier. Nee, doch lieber hier. Oder? Nee, ich würde hier klicken. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Vielleicht klickt ihr auch erst das und dann das an. So würde ich es machen.